Freunde, so kann und darf es leider nicht mehr weitergehen. Es ist höchste Zeit, Fitnesslügen aufzudecken. Ich bin seit vielen Jahren in der Fitness- und Social-Media-Bubble und kenne nicht nur sehr viele Fitness-Creators, sondern vor allem auch sehr viele große Influencer. Deswegen weiß ich, was da so los ist und muss jetzt mit ein paar harten Fitnesslügen ans Licht kommen. Und gleich vorweg, Freunde, ich bin auch nicht perfekt und mache genauso Fehler wie alle da draußen. Und auch wenn in dieser Fitness-Social-Media-Welt sehr vieles schief läuft, gibt es immer noch Spitzen-Creator, die einfach Top-Content machen, die ich wirklich weiterempfehlen kann. Aber jetzt rein in die Masse. Die erste große Lüge lautet, du kannst das auch erreichen. Auf der einen Seite finde ich es gut, Menschen zu motivieren, aber auf der anderen Seite können einfach 99% da draußen von euch diesen Körper, den euer Lieblingsinfluencer hat, leider nicht erreichen. Und das aus mehreren Punkten. Punkt 1, weil du kein Fitnessinfluencer bist. So komisch das jetzt auch klingt, aber ich sage euch jetzt mal was. Wir Fitnessinfluencer haben jeden Tag, den ganzen Tag Zeit, unser Leben auf das Optimum auszurichten. Also wir leben nicht nur für diesen Sport, sondern auch von diesem Sport. Es ist also unser Beruf. Und das macht es, so ehrlich muss man einfach sein, 1000-mal leichter. Denn sind wir uns mal ehrlich, ein Schwerarbeiter da draußen am Bau kann auch nicht hergehen und alle 2 Stunden sagen, so, ich mache jetzt Pause, weil ich will jetzt meine vollgekochte Mahlzeit einnehmen. Oder kann auch nicht sagen, so, jetzt muss ich kurz mal aufhören zu arbeiten, denn ich möchte mich nicht überanstrengen, denn das wäre nicht gut für meine Regeneration. Außerdem ist es für viele schwer, genügend Schlaf zu bekommen, einfach weil das Leben verdammt teuer geworden ist und viele einfach Überschichten machen müssen und trotzdem läutet morgens am nächsten Tag um 6 Uhr der Wecker. Freunde, ich war selbst ein Jahr lang beim Militär, war Maurer, war Straßenarbeiter, war Barkeeper, war Tellerwäscher in einer Autobahnraststation und so weiter. Und ich kann euch versprechen, das ist viel schwerer mit dem Fitness-Lifestyle zu kombinieren, als eben Fitness-Creator zu sein. Aber versteht mich jetzt bitte nicht falsch, natürlich kann man immer noch mit einer guten Zeiteinteilung und vor allem guten Genetik noch sehr viel erreichen. Aber für 99% ist es einfach nicht machbar, sich so heftig auf den Sport zu konzentrieren, wie für jemanden, der einfach davon lebt. Und das muss man einfach mal so sagen, wie es in der Realität eben auch ist. Und der zweite Punkt, warum du nicht wie dein Lieblings-Fitness-Influencer aussehen wirst, ist deine Genetik. Ich will euch hier nicht demotivieren, Freunde, aber uns muss einfach eins bewusst sein, nämlich der Social-Media-Algorithmus schlägt einfach drauf an, wenn etwas außergewöhnlich ist. Also zum Beispiel, wenn jemand eine außergewöhnlich gute Genetik hat, dann wird der einfach mehreren Menschen vorgeschlagen. Das heißt, paar wenige Fitness-Influencer mit einer unfassbaren Form werden den meisten vorgeschlagen und alle mit einem normal gut durchtrainierten Körper gehen einfach im Algorithmus unter. Ihr seht also nahezu fast nur Ausnahmetalente in eurem Instagram- und TikTok-Feed. Und das bringt mich auch schon zu Punkt 3, warum du nicht aussehen wirst wie dein Lieblings-Influencer. Nämlich, er ist ganz einfach nicht natural. Man muss es einfach leider so klar sagen. Also macht euch bitte gar keinen Stress, wenn ihr nicht so aussieht wie euer Lieblingsinfluencer, denn das hat oft gar nichts damit zu tun, dass ihr nicht alles gebt. Lasst euch ruhig davon inspirieren, aber niemals demotivieren. Wichtig ist, auf sich selbst zu achten und einfach das Beste aus sich selbst rauszuholen. Jetzt sind wir uns mal ehrlich, sich mit jemand anderem zu vergleichen, ist so gut wie immer eine Abwärtsspirale, denn niemand ist perfekt. Gut, und wir kommen zur zweiten Lüge, die man sehr oft von Fitnessinfluencer hört, nämlich, du musst im Fitnessstudio am besten wohnen. Es wird sehr oft auf Social Media der Eindruck vermittelt, dass jeder Fitness-Creator nichts anderes macht, außer zu trainieren. Und das 3-mal am Tag, 7-mal die Woche. Und das stimmt nicht. Und es ist auch überhaupt nicht nötig. Natürlich kann es für genetische Maschinen Sinn machen, mehr zu trainieren, häufiger zu trainieren. Aber nicht mal Profi-Athleten, die auch mit illegalen Substanzen arbeiten und dadurch noch schneller regenerieren können, gehen jeden Tag 3-mal und das 7-mal die Woche ins Gym. Heißt zum Beispiel die Volumentabelle von Dr. Mike Israetel. Super spannend, aber dafür braucht es ein eigenes Video. Wie du also jetzt deine genetische Bestform so schnell und einfach wie möglich erreichst, kannst, das ist die jahrelange Arbeit von mir und einem großen Team aus Sportwissenschaftler, Therapeuten, Coaches, Creator und Forscher. Und bald haben sich jetzt schon 100.000 in unserem Geheimprojekt kostenlos eingetragen. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann klick spätestens jetzt unten auf den Link saschahuber.at. Dauert nur ein paar Sekunden und du wirst dich bald sehr freuen. Versprochen. Wir kommen zur dritten Lüge von Fitness-Influencer, nämlich, du musst immer motiviert sein. Viele Fitness-Creator wirken immer motiviert. Auch ich habe jahrelang nur Videos gedreht, wenn ich gut gelaunt war. Und wenn es mir nicht gut ging, habe ich einfach keine Videos gedreht. Mittlerweile weiß ich, wie wichtig es ist, euch auch zu zeigen, dass auch ich mal nicht so gut gelaunt bin, beziehungsweise vielleicht mal nicht so motiviert und glücklich bin. Und genau in solchen Phasen muss dann die Disziplin greifen. Genau da, wo es am schwierigsten ist, ins Training zu gehen, genau da ist es am wichtigsten. Denn Freunde, der Sport hilft uns aus allen Lebenslagen. Also es ist vollkommen okay, mal nicht so motiviert zu sein oder einfach mal eine Pause einzulegen, einfach weil der Körper danach verlangt. Wichtig ist nur, es zu versuchen, die Routine beizubehalten. Und das ist eben das, was viele Fitness-Creator eben auch nicht zeigen, dass es ihnen auch mal so geht. Und Überraschung, viele Fitness-Creator sind übrigens auch bei weitem nicht so diszipliniert, wie sie es auf Social Media vorleben. Da wird gerne mal der ein oder andere McDonald's besucht, Süßigkeit oder Bierchen versteckt. Und es ist auch vollkommen okay, jeder kann zeigen, was er möchte. Wichtig ist nur, dass ihr versteht, Freunde, dass auch sehr viele Fitness-Creator, vor allem was die gesunde Ernährung betrifft, auch nicht immer so diszipliniert sind. Fitness-Influencer sind immer in Topform. Viele zeigen Reform immer nur im besten Licht, vom besten Winkel und nach dem Pump. Und natürlich viel weniger in der Massephase, also nicht die Arme, sondern den Bauch. Oder es werden Filter genutzt und so weiter. Und dadurch entsteht einfach ein komplett falscher Eindruck. Und
und man erwischt sich ja auch selbst dabei, vor allem früher. Mittlerweile habe ich gelernt, dass es einfach wichtig ist, euch auch die Form zu zeigen, wenn ich mal nicht aufgepumpt bin oder nicht rasiert bin. Einfach so, im Alltag. Einfach damit kein falsches Bild entsteht und weil es die Wahrheit ist. Aber gut, kommen wir zur fünften Lüge, nämlich muskulöse Körper sind gesund. Ja, bis zu einem gewissen Grad stimmt das auch, wenn es aber immer nur rein um Muskelaufbau geht, wird es aber einen gewissen Grad einfach nicht mehr gesund. Spitzensport ist nicht gesund, egal welcher. Aber vor allem im Profi-Bodybuilding spielen sich leider sehr viele Tragödien ab. Aber auch auf dem Amateur-Fitness-Level sehe ich so viele, die eben unter Essstörungen leiden und Gelenkschmerzen haben, Rückenschmerzen haben, also es ist echt sehr wild. Und es ist auch vollkommen okay, wenn sich jemand dafür entscheidet. Wichtig ist nur zu wissen, dass dann oftmals andere Eigenschaften darunter leiden. Aber wenn man eben der Beste in etwas werden will, dann muss man sich eben nur auf die Sache konzentrieren und dann leiden eben andere Fähigkeiten oftmals darunter, nicht immer, aber oftmals, zum Beispiel eben ja der Alltag, die alltäglichen Bewegungsabläufe werden schwierig, die Ausdauer leidet sehr oft darunter und so weiter. Es ist einfach nicht mehr gesund und das Traurige ist einfach, sehr viele Top-Bodybuilder unterziehen sich Herz-OPs oder verlassen uns leider viel zu früh. Also wichtig, Freunde, nur weil ihr jetzt einen extrem muskulösen Körper seht, heißt das noch lange nicht, dass die Person gesund ist. Oftmals ist sogar das Gegenteil der Fall. Jetzt kommen wir zur sechsten und damit letzten Lüge, nämlich du brauchst Supplements, um Muskeln aufbauen zu können, beziehungsweise nur mit Supplements kannst du in Topform kommen. Und das ist einfach absoluter Müll. Ich predige es schon seit vielen Jahren, Freunde. Es gibt drei Säulen für den Muskelaufbau. Erste Säule, Training, sprich Trainingsplan, korrekte Übungsausführung, perfekte Übungen, perfekte Satzpausen und so weiter. Zweite Säule, Ernährung, 1,5 bis 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht, Kalorienüberschuss, Kaloriendefizit, Makronährstoffe, Mikronährstoffe und so weiter. Dritte Säule, Regeneration, Superkompensation, genügend Schlaf, Sauna, Eisbad und so weiter. Und nur ein Teil dieser Ernährungssäule sind eben Supplements und auch nur dann, wenn ihr es nicht schafft, das mit einer ausgewogenen, gesunden Ernährung abzudecken, was übrigens das Ziel sein sollte. Versteht mich nicht falsch, natürlich macht jetzt zum Beispiel ein Proteinpulver Sinn, weil wir sehr schnell und günstig eben zu Proteine kommen und zum Beispiel auch Kreatin macht sehr viel Sinn, weil wir müssten für 5 Gramm Kreatin, also für 4,5 Gramm Kreatin am Tag über 1 Kilogramm Rindfleisch jeden Tag essen. Macht natürlich sehr viel Sinn, das Ganze zu supplementieren. Aber es darf eben nicht der Eindruck entstehen, dass es ohne Supplements nicht geht. Und immer wieder werde ich gefragt, Sascha, welche Supplements machen jetzt wirklich Sinn? Wie gesagt, meine Empfehlung ist eben Kreatin, dann eben Protein, weil es natürlich auch eine super Bioverfügbarkeit hat. Omega-3, wenn ihr keinen oder nur sehr wenig Fisch esst. Vitamin D, vor allem jetzt, wo der Winter vor der Tür steht. Und eben Multi-BAZ, also die 20 wichtigsten Vitamine und Mineralstoffe, vor allem dann, wenn ihr jetzt zu wenig Vitamine oder Gemüse esst. Ich habe euch die meiner Meinung nach wichtigsten und besten Supplements unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da findet ihr übrigens auch die Gratis-Produkte, die es zurzeit mit dem Code Sascha 10 gibt. Aber man muss trotzdem einfach sagen, Dinge wie Booster, Yummy Drops, ohne Kalorien, trotzdem Geschmack und ohne Zucker und so weiter, das ist alles Luxus. Ja, das macht auch Sinn, aber es ist Luxus. Also Freunde, holt das Beste aus euch raus und verirrt euch nicht in dieser Fitness-Bubble. Lasst euch auch nicht verwirren durch die ganzen Informationen, die es da draußen gibt, denn leider gibt es immer noch sehr viel Humbug zu lesen. Geht raus, gebt Gas und macht das, was euch Spaß macht. Geht ans Limit oder noch besser darüber hinaus und genießt das Leben. Passt auf euch auf und bleibt vor allem gesund. Wir sehen uns bald wieder, haut rein, euer Sascha. Peace. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video wieder schön weiterhelfen. Haut rein und hab ich dir. Du bist in der Endcard drinne, doch warte, bevor du schon jetzt verschwindest. Yeah. Mehr Fitness gibt's nicht, such dir ein Video aus, klick it. Und fehlt dir irgendwie die Motivation, dann lass ein Abo hier, du weißt, es würde sich lohnen. Yeah, yeah.